Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, natürlich als allererstes vielen, vielen Dank für euren wilden Support im Livestream. Gestern war nochmal absolut wild. Wir haben ja das letzte Pack Opening im Group States Challenge Event durchgeführt. Nochmal einen Spieler abgeholt. 103er, werde ich euch gleich zeigen, wer das ist. War auf jeden Fall nochmal eine richtig geile Sache. Alle Punkte wurden ausgegeben. Somit können wir jetzt ja das Event eigentlich wie abschließen. Klar, es gibt natürlich immer noch da die Skillspiele und so, die man täglich machen kann, aber so an sich kann man jetzt nichts mehr Großes abholen, Freunde. Den nächsten Stream gibt es auch direkt morgen, Freunde. Morgen gibt es direkt den nächsten Stream um 19.30 Uhr dann zum neuen Event, zum WM-Event, Freunde, dann kommt ja das Haupt-Event und dann geht's ab, Freunde. Dann geht's ab, 19.30 Uhr, Freunde, geht los. Würde mich freuen, wenn ihr alle am Start seid. Wir machen wahrscheinlich zuerst ein bisschen Team bewerten und dann halt um 20 Uhr geht's rein, Freunde, geht's rein. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich hoffe, die Spieler werden geil. Mein Hype-Level ist auf jeden Fall ja, schon groß. Wie ist euer Hype-Level? Schreibt es in die Kommentare, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Was haben wir gestern gemacht, Freunde? Also, wir haben als allererstes zeige ich euch die GPA-Angebote, weil ja, ich habe leider nur Schmutz gezogen, wenn man es so sagen darf. Ich habe einmal den hier bezogen und dann zweimal hintereinander den 70-Plus-Spieler. Ich würde sagen, Freunde, ich öffne jetzt nochmal ein Pack. EA kann sich jetzt nochmal beweisen. Es ist bodenlos, es ist wirklich bodenlos. Also, das kannst du dir nicht ausdenken. Drei Goldspieler jetzt. Also ich habe vier Packs geöffnet, ein Spieler gezogen, dreimal diese Goldspieler. Kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir halt wirklich nicht ausdenken. Also wirklich. So ein Gomez wäre natürlich schon heftig gewesen. Ne? 32 Millionen, wie viel ist der wert? Ja, okay, 6 Millionen ist okay. Kepa. Also so ein Gomez wäre halt wirklich big gewesen. Ach, egal. So was dürfen wir uns gar nicht jetzt angucken, Freunde, weil ihr habt es gesehen, ne? Bei dem Glück, da brauchen wir gar nicht darüber reden. Dann haben wir natürlich uns einen 103er geholt, Freunde. Und zwar, ne, ich habe mir nicht David Alaba geholt, aber ich habe mir hier noch Malassia geholt. Genau, einen 1er verkauft für 6 Millionen. Und dann jetzt, wie gesagt, der 103er, den ich mir geholt habe, ist Eric Dier gewesen, weil Eric Dier am ja, teuersten noch war. Mit, wie viel waren es? 15,5, 6, irgendwie sowas. Hat der gute Mann noch gebracht. Ich habe jetzt insgesamt 65 Millionen. Kann man auf jeden Fall mit leben. Ja, genau. Für Eric, da habe ich mich entschieden. Ich habe ja immer noch auf dem Markt einen Cristiano Ronaldo, also bei der Borussia-Liste. Der ist jetzt halt bei 100 Millionen. Das ist jetzt so ungefähr der Preis, wo er sich eingeordnet hat. Ja, es hat immer noch die Frage. Ich bräuchte halt 34 Millionen Münzen für Cristiano Ronaldo und die kriege ich halt nicht zusammen, weil wenn ich die ganzen, die kann ich ja nicht verkaufen. Geht nicht. Überall 99 plus. Die Lage hat sich nicht verbessert. Kriege ich nicht zusammen, Freunde. Kriege ich nicht zusammen 34 Millionen. Wenn ich Messi verkaufe, geht er nicht für 16. Also, ja. Heißt es jetzt erst nochmal warten, ne? Ich muss erst nochmal warten. Ronaldo muss erst nochmal warten. Aber wie gesagt, ich hatte es ja schon oft genug gesagt in den letzten Videos. Ich bin mit Messi zufrieden. Mit Messi kann man weiterspielen. Von daher ist es jetzt kein Beinbruch, Freunde. Es ist kein Beinbruch, ist alles gut. Messi wird erstmal weitergespielt. Mal gucken, was dann jetzt für Spieler kommen beim neuen Event, beim WM-Event. Und vielleicht kommt da nochmal ein geiler Spieler, der mich da vielleicht noch zum Überlegen bringt. Aber Stand jetzt, Freunde, bleibe ich bei Messi. Stand jetzt bleibe ich bei Messi. Fertig, aus. Und genau, dann haben wir gestern natürlich noch ein Turnier gespielt, Freunde. Ich habe hier nämlich legendär gespielt. Das Schwierigste von allen habe ich auch gemeistert mit Brasilien. Habe ich gemeistert. War wirklich schon ziemlich schwer. Kann man so sagen, Freunde. Kann man so sagen, war schon ziemlich anspruchsvoll. Man hat es auf jeden Fall gemerkt, im Gegensatz zum hier zur Weltklasse. Es war schon ziemlich krass. Ne? Also da waren schon Spiele dabei. Da habe ich ordentlich geschwitzt. Aber Brasilien, ich habe halt Brasilien genommen, weil ich für mich persönlich finde, Brasilien ist so die beste Mannschaft. Mit Frankreich, gut, ja, Frankreich natürlich vorne im Sturm mit Mbappé und Benzema. Auch geisteskrank, aber ich fand halt overall
ja, fand ich overall halt Brasilien ein bisschen geiler. Mal gucken, vielleicht probiere ich es nochmal mit Frankreich hier bei Legendär, um halt den Vergleich zu sehen. Mal gucken, ob ich das privat noch mache. Ich habe dann hier leider bei den Quests, ja, bin ich erstmal nicht vorangekommen. Gut, hier habe ich was gemacht. Aber sonst mindestens Weltklasse. Warte, Weltklasse war nochmal. Ach, das, okay. Okay. Was ist das hier? Mindestens Profi. Ja, okay, gut. Nee, also das mache ich privat wahrscheinlich alles. Weil das ist schon ein bisschen zeitaufwendig. Und genau, ansonsten, ja, wie gesagt, wir sind durch. Ich gucke gerade mal Heroes. Habe ich. Kann ich eigentlich mal hier mal wieder ein Pack öffnen? Kann ich sogar. Komm, wir öffnen einfach mal ein Pack. Und, es gibt eine Pack-Animation. Und, wen ziehen wir? 89er Moriente ist sogar der Beste. Naja, aber ist so eigentlich sowieso egal. Weil die sind nichts wert und ich werde die auch in Phoenix so einsetzen. Vielleicht fürs Training, aber mal gucken. Ja, ansonsten, Freunde, wie gesagt, ich kann eigentlich von meiner Seite her das Event eigentlich abschließen, weil ich kann mir jetzt nichts mehr holen und ja klar, ich will natürlich noch spielen, aber ja, wisst ihr selber, ist halt jetzt vorbei. Der ja, all in all würde ich eigentlich sagen, war es ganz okay, das Event. Am Anfang ist natürlich immer geil, ne? Aber dann hinten raus ist die Luft einfach raus. Das ist aber bei jedem Event eigentlich immer so. Es gab coole Spiele mit Messi, Hakimi. Das sind coole Spiele. Phantasa haben wir bekommen für Duplay, darf man nicht vergessen. Also so als spielertechnisch her war das Event eigentlich ganz cool. Auch von dem, ja, wie sagt man, Belohnfaktor, was man halt kriegen konnte. Wie gesagt, Icon war cool, dass man da so eine coole Icon für Duplay bekommen hat. Spielfaktor war halt nicht so vorhanden, muss man sagen. Man konnte nicht so viel spielen. Also man kann halt hier täglich die Skillspiele und CPU-Spiele machen, das war dann noch. Und vielleicht dann hier hinten nochmal ein paar CPU-Spiele, aber. Ja, das ist mir ein bisschen zu viel CPU. Vielleicht nochmal ein bisschen 1 bis 1 hätte man einbauen können. Ja, ansonsten, ich gebe dem Event eine 7 von 10, Freunde. Könnt ihr jetzt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben? Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, Freunde. Morgen zum Stream, mal gucken, ob morgen noch ein Video kommt. Ja, werdet ihr dann sehen, Freunde. Macht's gut. Bis morgen. Haut rein und ciao.